So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Ich hoffe, ihr habt die ersten Feiertage gut überstanden. Der DAX konnte ja noch eine Rallye ausbilden, doch ja, heute ist er eher träge unterwegs und das schauen wir gleich mal an. Zunächst einmal die Kursliste im DAX. Nicht wirklich irgendwelche Auffälligkeiten. Ja, alles im Plus, bis plus 1% bis minus 1% liegen alle Aktien heute. So, dann schauen wir zunächst einmal den Index Future an, also den Future-Kurs. Hier konnte am Freitag diese Abwärtstrendlinie leicht gebrochen werden und aktuell, also hier sind es zwar ein bisschen mehr Linien, unterwegs hier in dem Chart als sonst, aber der ist ein bisschen älter. Hier konnte er am Freitag noch über die Abwärtstrendlinie, nicht am Freitag, am letzten Handelstag, am Mittwoch über diesen Trendlinien hinwegsteigen, doch aktuell liegen wir eben darunter. Das ist ein ähnliches Bild gibt es auf Xetra. Hier haben wir aber noch keinen Schlusskurs, also Stundenschluss. Es war auch der Stundenchart einen Schlusskurs über dieser Trendlinie gehabt. Nur heute Morgen ging es eben leicht darüber. Und ja, aktuell stehen wir bei 10.715 Punkten. Also hier, ja, bahnt sich jetzt nicht unbedingt ein Fehlsignal an, sondern einfach wird einfach diese Trendlinie nicht überwunden. Also die Bullen haben nicht die Kraft dazu. Schauen wir mal das noch im Wochenchart an. Hier liegt eine Abwärtstrendlinie ein Stück weiter oben, etwa bei 10.850, 60 Punkten. Die wurde natürlich noch nicht angelaufen. Und hieraus bildet sich eben weiterhin eine gute Unterstützung bei 10.400 Punkten an der Unterkante. Im Tageschart stehen wir über der Wolke und über der Rainbow-Oberkante. Und hier ist eben jetzt wichtig, dass wir über 10.670 Punkten bleiben. Dann kann hier das gewünschte Setup aufrechterhalten werden. Eben hier dürfte es eben weiter spannend werden, was der Markt eben bei der 10.700 Punkten dann macht. Hier habe ich auch noch den Stundenchart mitgebracht. Hier liegen wir eben auf dem EMA 200 aktuell auf. Ja, hier sieht man auch die 10.680 Punkte. Hier liegt dann die Oberkante des Rainbows und dann noch die Wolkenoberkante bei 10.650, 60 Punkten. Also das sind die Marken, die wichtig sind für heute nach unten. Und oben bleibt natürlich dann der Bruch der Abwärtstrendlinie wichtig. Kommen wir noch zu den Setups. Hier läuft es bei der Deutschen Bank. Konnte jetzt fast hier den EMA 200 erreichen. Ja, leichte Gewinnmitnahmen wären hier sicherlich möglich. Aber hier dürfte es das Bild weiter noch Richtung 23 Euro dürfte es noch gehen, nach einem kleinen Rücksetzer. Öl kam wieder ein bisschen zurück, nachdem er eben das Kursziel erreicht hat. Stehen wir aktuell bei der 37-Dollar-Marke. Da werde ich eben heute Nachmittag nochmal ein Chartbild
In den höheren Ebenen, hier ist es der Stundenchart abgebildet, mal im 4-Stunden-Chart und im Tageschart nochmal begutachten. Euro-US-Dollar kämpft mit der Oberkante des Rainbows. Auch hier sollte jeder im Plus sein. Pfund und US-Dollar kämpft gerade hier mit der Unterkante des Rainbows. Aber auch hier kann man den Stopp nachziehen, beziehungsweise wenn man nicht mehr im Verlust die Position schließen will, eben auf einen Stand nachziehen. Also hier war eben auch ein Einstand, beziehungsweise möglich direkt an der Unterkante. Das war so beschrieben, dass die Möglichkeit besteht, dass er hier unten noch die Unterkante touchiert und daneben ansteigt. Also wer jetzt hier unten eingestiegen ist, steht noch locker 100 Pips im Plus. Wer direkt hier eingestiegen ist, nur noch leicht. Kommen wir noch kurz zu Gary Weber. Ja, sollte man auch im Plus sein. Individuell hier den Stopp nachziehen. Und Gold kann sich gerade immer so noch über die Unterkante des Rainbows nachziehen und steht bei 1072 etwa. Also hier dürfte es eben auch erst interessant werden, sobald er den EMA 38 überwunden wird, der Goldpreis, also bei 1082. So, danke fürs Zuhören und wünsche allen weiterhin gute Trades.